So, das war Bachwerke Verzeichnis 202. Weichet nur, betrübte Schatten. Kommen Sie hier auf diese Seite, bitte. Ich habe zwar nicht gesungen, aber ich freue mich sehr, dass ich mich mit dieser wunderbaren Sängerin unterhalten darf, Chen Reis. Johann Sebastian Bach wollte ich natürlich jetzt noch absagen für alle Hörer auf BR Klassik. Und die Solo-Oboe hat Emma Black übrigens gespielt, die wir jetzt auch gleich noch mal hören. Ja, genau. Vielen Dank. Und die Wiener Akademie werde ich auch gleich noch mal erwähnen. So, und Chen Reis, Sie sind ja eine sehr breit aufgestellte Sängerin, von Franz Lehár über Mozart, Mahler bis hin zu dieser sehr betörenden, ätherischen Filmmusik, Das Parfum. Mit Simon Rattle und dem Berliner Philharmoniker haben Sie die Filmmusik mit eingesungen. Aber was bedeutet Ihnen Johann Sebastian Bach? Guten Abend. Zuerst möchte ich sagen, dass ich freue mich sehr, in diesem speziellen Rahmen heute zu singen. Und besonders Bach, der ist mein Lieblingskomponist, zusammen mit Mozart. Das stimmt, ich singe oft Oper, und Bach hat ja bekanntlich keine Theatermusik geschrieben, aber ich finde, dass seine Musik ist oft theatral. Ich denke zum Beispiel an die Passionen oder Hamolmesse oder die verschiedenen Kantaten, die wecken große Emotionen und Seelenzustände beim Hörer. Und für mich, das ist Theater. Ja, aber jetzt auch bei dieser Hochzeitskantate, da hat er uns ja richtige Hochzeitsgirlanden in die Luft gehängt. Ja? Man sieht da die Hochzeitsgesellschaft, wie sie schön mitfeiert. Und das ist ein theatralischer Bach, den Sie vielleicht auch so lieben. Aber ist das eine besondere Herausforderung auch für Ihre Stimme? Eine andere Herausforderung, die historische Aufführungspraxis, dass man da auch nochmal andere Facetten zeigt? Ich bin eigentlich mit der historischen Aufführungspraxis quasi aufgewachsen. Ich bin in Israel geboren und dort habe ich studiert, und die alte Musikszene dort ist sehr entwickelt, und ich habe sehr viel Bach gesungen. Ich liebe das Repertoire, und ich mag auch die Gelegenheit, mal schlanker singen zu können oder zu müssen. Eine andere Herausforderung, aber auch gutes Training für die Sängerin und für das Orchester, ist mal ohne Dirigent diese Stücke zu präsentieren. Da muss ich besonders klar sein mit der Artikulation. Und Sie dürfen ja jetzt gleich auch noch mal sehr theatralisch sein. Also zuerst hören wir noch mal Bach, aber nachher noch Johann Adolf Hasse. Und merkt man, dass das ein ganz anderer Stil ist, operesk? Ist das nochmal eine andere Welt? Ja, ich finde die beiden Komponisten sehr unterschiedlich. Hasse schreibt sehr virtuos und opernhaft. Er hat viele Stücke für seine Gattin geschrieben, Faustina Bordoni. Sie war eine Spitzensängerin, Spitzen-Weltstar-Sängerin damals. Und er wusste genau, welche Effekte er schreiben soll, damit die Sängerin die Stimme und die Fähigkeiten zeigen kann. Die Motett, die wir danach spielen, ist geistlich, aber trotzdem sehr opernhaft. Diese Kantate von Bach war weltlich. Jedoch finde ich, dass jede Note beim Bach bleibt geistlich. Und Bach würde meiner Meinung nach nie was schreiben, nur fürs Effekt. Jede Note bei Bach bleibt geistlich, den Satz merke ich mir. Vielen Dank, Chen Reis. Chen Reis. Und wir hören jetzt noch einmal Johann Sebastian Bach.
Und zwar nach bester barocker Manier, Transkriptionsmanier, Bachwerke Verzeichnis 1060, dieses Doppelkonzert für zwei Cembali, das man kennt, hier für Oboe und Violine mit Ilja Korol, er wird die Solo-Geige spielen und dazu nochmal Emma Black, die die Oboe spielt. Johann Sebastian Bach, auch in diesem Fall mit der Wiener Akademie vom Feinsten.